Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Ganz so anders, als wir aufgehört haben. Also wir sind jetzt am wieder Tag und nicht mehr in der Nacht. Aber was soll's, das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. So, wir gucken uns mal. Geil, ich finde das immer cool. Das sieht so genial aus. What the fuck, was soll das? Guckt euch das an. Ich meine, schön, dass es spiegelt, aber was zur Hölle wird da gespiegelt? Ja, das war bei Thief zum Beispiel auch schon so. Da wird irgendwas an, da wird eine Straße gespiegelt, obwohl hier ein Haus steht. Hä? Verstehe ich nicht so ganz. Das ist Zauberei hier. Das ist aber richtige Zauberei. Und mir fällt, also das muss ich einfach mal so sagen, Ubisoft muss definitiv noch was für die Performance tun, weil ganz ehrlich, das Spiel lastet meine CPU gerade mal zu ungefähr 50 bis maximal 60% aus. Aber wirklich flüssig läuft das noch nicht, ne? Hallo, steck doch mal ein, Herr Aiden. Der ruft bestimmt die Polizei, oder? Ja. Brav. Bravo, Bursche. Und immer diese kleinen Mini-Ruckler, das ist unglaublich. Aber da soll ja auch noch ein Patch kommen, der ein bisschen die Performance noch verbessert von Watch Dogs seitens Ubisoft. Weil die wohl gemerkt haben, das ist nicht ganz so cool. Und ja, gut, ich könnte höchstens nochmal meine Grafikkartentreiber nochmal erneuern, aber die sind eigentlich schon auf dem aktuellsten Stand, so wie ich weiß. Was mich momentan so ein bisschen verblüfft, oder naja, nicht verblüfft, verdutzt ist, dass irgendwie das so ein bisschen abgehackt ist. Das kann natürlich sein, ich habe mir die angeguckt, während das Spiel noch lief, aber das kann nicht sein, also, also dann tut es mir leid. Sollte das so sein, ich werde erstmal nur jetzt wieder ein paar Folgen aufnehmen, werde immer mal wieder gucken, wie dann das letztlich aussieht, das Ganze. Ich mal schauen. Weil es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne, wenn das dann so wirklich gehackt läuft, das ist ja voll nervig zum Gucken. Wir machen den Verbrecherkonvoi. Warum nicht? Der Kerl hat eine Grenze überschritten und muss die Konsequenzen tragen. Er kommt gerade von einem Überfall. Noch kann ich ihn stoppen, bevor er entkommt. Oh ja, bevor er entkommt. So, er fährt also in die Richtung. Das heißt, ich könnte ihm jetzt noch... Hallo. Aber gut, dass du hier stehst. Das finde ich sehr nett von dir, weil dann kann ich nämlich mich mal auf den Weg machen. Die Brücke könnte ich jetzt zwar hacken, allerdings... Was sollte es mir bringen? Der ist ja noch arschweit weg. Das ist ja das Problem, wenn man so eine Spiele auf dem PC spielt. Die sehen zwar besser aus, aber Performance ist natürlich von vielen Dingern abhängig. Ja, und auf der Konsole läuft das Spiel einfach. Alter! Stirb. Oh lol. Einsteigen. Weg hier. Jetzt habe ich natürlich den Wagen für die Verfolgung. Das ist überhaupt der Wagen schlechthin. Der ist super. Gut, der müsste schneller sein als der komische LKW da. Das durchaus, aber trotz alledem. Danke fürs Bremsen. Ihr seid total nett. Da konnte ich irgendwas machen. Jawohl. Skillpunkte erhalten, weil ich ihn ausgeschaltet habe. Das ist natürlich klar. Lol. Nein! Ach, ich bin tot. Ach, fuck you. Wo kommt der denn auf einmal her? Hä? Wo kam der bitte her? Das weiß ich auch nicht. Kann ich ihn jetzt nochmal machen? Ach so, ja, ich muss ihn sogar nochmal machen. Ich bin immer noch in der Mission. Jetzt gib mir nochmal ein Auto. Das kann doch nicht sein. Genau, ich nehme jetzt das fetter Pickup hier. Geh mal raus da, ich brauche den. Ich muss hier jemanden aufhalten. Ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach irgendwo hin und schieße die alle ab. Das ist ja easy hier. Ne? Die kommen ja eh in so einem Konvoi. So, hier stellen wir uns hin. Steig aus. Ach, Aiden, du bist doch scheiße.
So, die sind down. Warum lebt der Arsch noch? Alter! Alter! Aiden, was machst du? Aiden, du bist doof. Scheiße, der haut ab, der Arsch. Ich bin tot. Nein, ich bin tot. Alter, wo kommen die manchmal her? Da sind doch nur zwei Leute im Auto drin, oder nicht? Das ist unglaublich. So, wir machen das jetzt. Warte, jetzt machen wir es anders. Pass auf. Wir nehmen jetzt die Karre. Ja, jetzt pass auf. Halt Schnauze jetzt. Ich brauche das Auto kurz. Heul nicht. Kannst du dir irgendwo hier in der Stadt abholen? So, jetzt machen wir es nochmal. Jetzt wird's was. Pass mal auf hier. Was macht er denn hier? Alter, da kriege ich ja Angst beim Fahren. Das Problem ist halt, wie kann ich die am besten ausschalten? Das sind nämlich auch nur drei. Also, deswegen verstehe ich das immer nicht so. Oh. Sitzen da noch mehr Leute drin, die man vielleicht nicht sieht? Versteckt er sich in der Rückbank oder... Da sind nur zwei Leute drin. Wo kam da auf einmal der dritte her, frage ich mich, ne? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. So, hier weiß ich auf jeden Fall Ampel. Na gut, die Ampel brauchen wir überhaupt nicht. Jetzt muss ich natürlich mal ein bisschen langsamer fahren, weil die sind viel zu weit weg, die Arschpratzen. Man könnte natürlich versuchen, eine Granate zu schmeißen oder irgendwie sowas, aber... Naja. Hier gibt es gar keine Ampeln. Ist ja blöd. Wie kann ich denn die jetzt am besten ausschalten? Oh nein, das ist ein Panzerwagen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ah, ich muss weg hier. Alter. Okay, ich habe da auf jeden Fall was ausgeschaltet. Das ist schon mal schön. Nee, nee. Weg abschneiden ist jetzt aber ganz blöd. So, warte. Ich muss den da hinten noch ausschalten. Jetzt fahr doch mal los, Aiden. Nix rammen hier. Oh, Alter. So, bam, der ist. Der ist down? Okay. Okay. Ich bin weg. Oh, verrückt. Das ist aber verrückt. Ja. Ihr kleinen Pisser. Ihr. Oh. Mobilherausforderungen. Ich will doch aber eigentlich die Hauptmission weitermachen. Und Alter. Die fahren auch um die Kurven, ey. Hier ist ein Gangversteck. Bei ihm hier. Na gut, ich mache jetzt das Gangversteck. Das Arschloch gehört mir. Er will eine Frau schlagen? Der braucht eine Schnabeltasse, wenn ich mit ihm fertig bin. Oh yeah. So. Das Gangversteck erreichen wir natürlich mit unserem formschönen Wagen, der noch total neu aussieht, als ob wir ihn gerade gekauft hätten. Hä? Was? Okay. Hä? Na, da bin ich jetzt aber überfragt. Matheathletin, na, freu dich. Oh, cool, können wir das reiten? Ach nein, schade. Ich dachte schon. Ich dachte, wir können uns jetzt darauf setzen und schön reiten. Ja, wie Profile, für wen denn? Wo sind sie denn? Was, wie, wo, was, warum? Ich check jetzt einfach alle. Ach, guck mal, ich glaube, der da oben. Komm ich denn da hoch? Ich habe gerade ein paar Stunden geheult. Warum? Wieder dieser Albtraum von deinem Dad? Genau. Ja. Eigentlich wollte ich das sprengen, mein lieber Piers Aiden. So. Deine Mutter. Ihn muss ich niederschlagen. Das Blöde ist nämlich, ich würde die gern töten, aber ich traue mich jetzt nicht hoch.
Was? Hä? Ach, ihn sollte ich niederschlagen. Ich dachte, da drüber wäre der. Heieieieiei. Ich achte einfach auf viel zu wenige Hinweise, die ich gar nicht bekomme. Weil ich habe ein ganz anderes Spiel als alle anderen. Da gibt's keine Hinweise. Und so. Gut, Kamera. Kamera. So. Ihn könnte ich zwar jetzt ablenken, das ist aber dann auch doof. Ne. Das hat jetzt überhaupt gar nichts gebracht. Seine, was? Okay. Ich soll die ja nur verkloppen, ne? Das ist es halt. Ja. Interessiert mich nicht. Mal lieber nicht so, sonst ist aber hier Polen offen. Jetzt geh doch mal hoch, Aiden. Ja toll, der steht doch aber in meine Richtung. Muss ich ja sprengen, den Scheiß. So. Zack. Und zack. Weg, Aiden, weg. Nein, Aiden, das ist die falsche. Nein, Aiden, das ist die falsche Deckung. Wir müssen hier in Deckung. Dieser Aiden Pierce. Und ich bin trotzdem tot. Weil da oben auch welche. Wie soll ich den? Aber wie? Aber warum? Aber hä? Das ist mir gerade ein bisschen zu mysteriös, das Ganze. Ihr habt einen Unfall fast gebaut. Ich habe das genau gesehen. Mann. Dass man die ja nicht erschießen darf. Ist schon wieder so ein Ding für sich, ne? Also wobei, gut, ich kann natürlich schon erschießen. Das Problem ist, ich weiß aber nicht, wer sind hier die Zielpersonen. Er ist auf jeden Fall eine Zielperson. So, das ist schon mal schön zu wissen. Ich würde gerne noch wissen, wer ist denn die zweite Zielperson? Bist du das? Nee, du kannst Verstärkung rufen. Du kannst Verstärkung rufen. Schaut häufig Reisedokus. Das ist natürlich super. Das ist ein Kesselschmied. Ich denke mal, der wird auch der zweite sein, den ich dann töten muss, ne? Gut, den könnte man natürlich töten. Allerdings hätte ich erstmal die Kamera kurz nehmen, gucken, ob man hier irgendwie noch Schwachstellen hat. Zum Beispiel diese hier. Ihn kann ich ja eigentlich ganz in Ruhe sprengen. Das hat irgendwie nichts gebracht, verdammt. So, na, der konnte sich leider retten. Schaltkasten einfach mal hoch. Ich glaube, das soll mir eher als Deckung dienen. Ihn könnte ich töten. So, ihn darf ich ja nicht töten, aber ihn, theoretisch. Gucken, wo er es jetzt hinschmeißt. Fast auf den Typen drauf, ey. Leck mich am Arsch. Okay, Mann, jetzt stirb doch. So. Okay, du scheinst doch kein... Bist du das andere Ziel? Ich hoffe nicht. Die könnten mich da eigentlich gar nicht treffen dürfen. Ich hoffe es zumindest gut, weil auf den muss ich jetzt natürlich besonderes Augenmerk schmeißen. Oh. Hilfe! Grenade! Mann, der nervt. Wollt ihr was abkriegen? Okay, ich muss jetzt muss ich. Aiden? Aha. Interessant. Aiden, du machst schon lustige Dinge. Könntest du vielleicht springen, Aiden? Hallo? Aiden! Aiden will nicht springen. Aiden sagt sich, nö, springen ist was für Mädchen und habe ich keinen Bock drauf. Ich würde jetzt eigentlich rüber ihn killen und ich finde das so, das finde ich gerade total behindert. Warum kann ich nicht einfach alle töten, ey? Scheiß Rotzkack hier. Und vor allem, warum zwei? Wo ist denn die andere? Hier gibt's nur eine Person, die ich töten kann oder die ich verprügeln soll. Und dann kommen sie ja schon alle wieder, ne? Warum ist hier auf einmal ein anderes Auto? Das verwirrt mich alles. Was soll das denn? Ja, wunderbar, Aiden, du hast es drauf. Boah, der hat mich gerade voll angesackt, der Pisser. Warum ist er nicht rübergesprungen? Hey, wer war
das? Habe ich mir das eingebildet? Deine Mutti war das. Was ich nicht verstehe, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Spaß. Wie finden die mich, ja? Schnell hier rüberspringen. So, dann erstmal hier weg. Ach du Scheiße, sind da noch mehr. So, ich muss erstmal hier in Deckung. Hier sind aber ganz viele von denen. Das ist natürlich blöd jetzt. Oi. Nein, Aiden, weg da. Dafür kann ich nichts, dass der gestorben ist jetzt. Das ist not meine Schuld. So, der ist da. Nein, das ist... Ich raste aus hier, das ist die zweite Zielperson. Warum kann ich nicht sagen, ich habe keinen Bock darauf, aber jetzt muss ich das machen. Warum kann ich nicht einfach alle töten, ey? Das ist ein Gang versteckt. Die gehören getötet, diese Leute. Ein Scheiß. Ohne Spaß. So. Ich gehe. Ja. Genau das wollte ich jetzt auch tun. Weil das muss so. So, bei ihm kann ich ja wenigstens noch warten, bis er nach da geht. Das ist ja kein Thema. Aber ich muss... Jetzt geht er nach hier. Aber ich muss ja erstmal auch irgendwie aufs Dach kommen. So, gehackt. Auch gehackt. Haben ja sonst nichts zu tun. Ihn kann ich nur damit ablenken. Die kann ich leider nicht töten, du Spastis. Das ist ein bisschen blöd. Und dieses Sprengen bringt nichts, weil die hören das ja. Alter, du kriegst doch echt hier eine Krise mit diesen Trotteln. Warum wirft er das denn bitte in die Richtung? Mittlerweile wird es auch wieder Abend, ja, danke, ich werde angefahren. Ich finde das immer toll, wenn man angefahren wird, das macht richtig viel Spaß. Ich finde die Mission doof. Warum kann ich auch nicht irgendwie anders darauf? Nee, nur über diesen einen verschissenen Kackweg, ey. Muss jetzt gucken, ob ich hier noch irgendwie anders raufkomme. Und das Blöde ist, jetzt habe ich es ja angefangen, man kann doch nicht mal sagen, na gut, ich mach's später. Nee, man muss es ja dann beenden, weil sonst hast du ein Problem, ne? Komme ich vielleicht hier irgendwie rauf, dass ich mal von der anderen Seite das versuchen kann, weil das ist mir zu blöd von da vorne. Ah, scheint so. So, du kannst also Verstärkung. Ich bräuchte eigentlich eine andere Waffe, ohne Scheiße. Kann ich ihn hier nicht ablenken lassen? Nein. Und kann ich denn nicht auf die Kamera zugreifen? Jetzt wäre natürlich genau die richtige... So, zack, der ist erstmal down. Hey, wer macht denn das? Ey, der... Mann! Geh doch mal weg von dieser verschissenen Wand, du Spasti, ey. Huh, scheiße. Los, schnappt ihn! Hier sind irgendwie mehr als gedacht. Was ist denn jetzt los? Achtung! Was ist das? Wehe, du schmeißt es in meine Richtung. Oh fuck, ich muss auch aufpassen. Welcher von denen ist denn hier eigentlich der, den ich nur umhauen soll? Scheiße, der kommt. Den da hinten, ist klar. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich bin genau mittendrin. Statt nur dabei. Aiden, ey, was machst du denn? Nimm ihn doch, hau ihn und... ich bin tot. Boah, diese Steuerung. Ich will ihn schlagen, was macht er auch? Ich springe. Ich spring einfach hoch. Weil springen hoch ist gut. Jetzt muss ich die zu Ende machen. Möglicherweise, aber gut, die beiden kann ich ja töten eigentlich, weil die sind egal. Aha. Ich kann da nicht durchschießen, oder was? Aber noch kann ich wohl.
Warte mal, ich kann natürlich jetzt auch versuchen, meine Granate zu nehmen und die einfach mal zu... Aiden, du hast es drauf. Du kannst sehr gut mit Granaten schmeißen. Ich bin schon... Naja, recht beeindruckt von deinen Schmeiß-Skills. Ist unglaublich, was du so drauf hast mit den Granaten. Mir geht's auch auf den Sack. Ich drück A und wenn ich nochmal A drücke, geht der nicht automatisch weg. Das finde ich total dumm. Das ist, weiß nicht, von der Logik her würde ich A drücken, nochmal A und er geht wieder einfach weg, aber nee. So, und eigentlich kann er ja auch um die ganzen Ecken rum und so, ne? Läuft. So, den hauen wir erstmal. Ich muss mal kurz weg hier. Die haben mich schon alle gesehen. Schnauze da draußen jetzt. Ich muss gerade ein bisschen Concentration machen, ja? Muss ich erstmal wieder die Leute finden? Ach, den habe ich nicht getroffen, deine Mutti, ey. Lol. Ihr merkt, bei der Mission bin ich gerade richtig Premium und gut. Die macht auch mega viel Spaß gerade. Ist nicht so, dass ich das doof finde, da ich manche töten darf und manche nicht. Dann soll mir das wenigstens aber auch relativ schnell angezeigt werden, wen ich töten darf und wen nicht. Das finde ich total hohl gerade. Mann, jetzt geh doch mal von der scheiß Wand weg, ey. Wo ist denn jetzt hier die Kamera? Da oben. So. So. Ach, jetzt geht er erst da lang, ey. Naja, kann ich ja noch ein bisschen abwarten und Tee trinken. La, 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 la. So, der kann... Ich habe keine Ahnung, was der kann aber auch irgendwas. Ich würde gern wissen, welche zwei soll ich jetzt erledigen, weißt du? Aber genau das wird mir jetzt nicht angezeigt. Und das finde ich gerade scheiße. Weil woher soll ich denn wissen, wen ich hier töten darf und wen nicht, ne? So, Anti-Aggressionstraining. Seine Frau hat eine einstweilige Verfügung beantragt. Da unten ist einer, den kann ich... den muss ich verkloppen. Und hier ist auch noch einer von denen, ne? Da weiß ich aber nicht, wer. So, er. Gut. Und er. Dann weiß ich ja schon mal die beiden, die ich nicht töten darf. Alles klar. Die Frage, von hier will ich, glaube ich, gar nicht hin. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Ich denke schon, es ist besser, wenn ich hier drüber laufe. Über die Treppe. So. Jetzt versuchen wir das aber mal hier wirklich. Muss ja irgendwie, muss das ja auch gehen, der Scheiß, ey. Kann nicht sein. So. Das Doofe ist, der soll mal weggehen, weil ich darf den ja nicht töten. Headshot, Headshot. So. Zwei Heart-Shots. Nee, ich betrete ein Sperrgebiet. Mensch, mach nicht sowas hier. Ist ja unglaublich. Oh, guck mal, der kommt von da unten, wa? Der will von da unten kommen, der Arsch. Oh, pass mal auf hier. Ich warte auf dich. Okay, der da steht, den darf ich jetzt töten. Hm? Richtig? Richtig. Gut. Da würde ich davon nämlich auch mal exzessiven Gebrauch machen. Ja, da ist eine Wand vor. Ah, da ist immer noch eine Wand vor. So, den töten. Hat ein bisschen gedauert, aber macht er nichts. Ich traue mich jetzt nicht hier nach oben, ganz ehrlich. Ich glaube, unten ist immer noch einer. Kann das sein? So. Oh, oh. Was, 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 was? Wer macht mich kalt? Ich geh mal lieber weg hier. Aiden! Aiden! Alter! Boah, das kann doch nicht dein Ernst sein.
Warum kommt der Pisser denn jetzt da runtergesprungen? Warum hat der denn so eine komische Waffe in der Hand? Warum überhaupt diese Mission? Ich verstehe das alles nicht. So. Ich würde den gerne auch... Hallo, wo ist denn jetzt die scheiß Kamera hin? Warum darf ich die Kamera nicht benutzen? Jetzt geht doch. Ich sehe den aber nicht. Ich brauche jetzt eine andere Kamera, damit ich mir den angucken kann. Und sehe, hübsch. So, den darf ich niederschlagen. So, was mit dir? Dich kann ich töten. Weil wir sind übertrieben viel. Gut, hack ich jetzt. Guck ich mal das Pferd an. Wissen, wenn wir gerade dabei sind, warum nicht? Moment, ich muss schnell auf die Kamera wechseln, weil der ist hier in der Nähe. Dann ist einer nämlich schon mal weg. So, jetzt brauche ich den zweiten. So, den muss ich niederschlagen. Okay. Der kann getötet werden. Das ist auch ein böser Bub. Okay. Ich würde jetzt aber schon wieder eigentlich eher von da hinten erstmal kommen. Weil irgendwie macht das Mann jetzt nicht in Deckung. Pfui. Hacken wir auch nochmal nebenbei, weil wir es können. Weil wir ja eh sterben immer. Deswegen können wir die auch ruhig mal hacken, macht ja nichts. So. Na dann. Jetzt laufen die alle da hinten rum und der Arsch ist hier und irgendwie kann ich keinen töten. Ey. Boah. Headshot, aber richtiger Headshot, sag ich mal, ne? Wie sich ein Headshot halt gehört. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Hier läuft gerade eine Schießerei. Jetzt ruft einer die Polizei, ey, da kriegst du doch echt einen Föhn. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS-Scan nach 5. Nein, Aiden, weg, Aiden! Du bist scheiße. Jetzt machen die so einen Kack-Scan, sind die dumm? Ich geh mal gucken, jetzt kommt auch noch die Polizei, ey. Ich flipp aus, ohne Scheiß. Ein Scheiß. Wie soll ich denn jetzt gegen die Polizei und gegen die Spastis hier bestehen? Wird doch nix. So. Ja, jetzt kommt die Polizei. Jetzt muss ich gegen die auch noch was machen. Ja, schmeiß mal eine Granate, ist alles gut, ey. Ey, nee, du gehst jetzt irgendwo in Deckung. Kann ich nicht noch von irgendwo anders darauf, ey? Das ist doch scheiße so. Ich krieg die gar nicht getötet. Die... Also ich behaupte, ich bin gleich wieder tot. Ich bin tot. So, ich würde auch sagen, an der Stelle beende ich die Folge, weil irgendwie habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr auf diese Kackmission. Die ist scheiße und blöd und kacke. Und deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn ich hoffentlich diese Mission nicht nochmal machen muss. Bis dahin, haut rein, Leute.